Es ging also bei den Krankenkassen wie bei der Zerschlagung der Rente nie um etwas anderes als um die Senkung der Lohnkosten und die Steigerung der Unternehmensgewinne. Und von wegen, mit den Gewinnen steigen auch die Investitionen. Wissen Sie, wie hoch die Reinvestitionsquote deutscher Industrieunternehmen im Inland heute ist? 5%. 5%. Das heißt, 95% der Gewinne, die Sie durch Ihre Politik so erfolgreich erhöht haben, werden an die Eigentümer ausgeschüttet, in Finanzanlagen geparkt oder eben für Investitionen im Ausland genutzt. Und trotzdem verzichten Sie bis heute darauf, wieder einen größeren Teil der Unternehmensgewinne zur Finanzierung des Sozialstaates heranzuziehen. Wir halten das für völlig unverantwortlich. Aus allen wichtigen Bereichen, in denen er früher dem Leben der Menschen Stabilität und Sicherheit gegeben hat, hat der Staat sich zurückgezogen. Nicht nur die Sozialversicherungen wurden demoliert, auch kommunale Wohnungen wurden privaten Renditejägern auf dem Silbertablett serviert, genau wie Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen. Weil es sich nicht rechnet, fährt zu kleinen Orten kein Bus mehr und der nächste Arzt ist meilenweit entfernt. Und auch der jahrelange Personalabbau bei der Polizei hat ganze Wohnviertel zu nächtlichen No-Go-Areas gemacht. Und in den baufälligen Schulen dieser Viertel werden von überlasteten Lehrern auch nicht die hochqualifizierten Fachkräfte der Zukunft ausgebildet, sondern junge Menschen, von denen viele im Leben nie eine Chance bekommen werden, weil das chronisch unterfinanzierte Bildungssystem dieses reichen Landes noch nicht einmal in der Lage ist, ihnen elementare Lese-, Schreib- und Rechenfähigkeiten beizubringen. 21 Milliarden Euro weniger als der Durchschnitt der OECD-Staaten gibt Deutschland jährlich für seine Schulen und Universitäten aus. Was für ein Armutszeugnis, Frau Merkel. Und sagen Sie jetzt nicht, Bildung ist doch Ländersache. Es ist Ihr steuerpolitisches Wohlfühlprogramm für Konzerne und Superreiche, das die Verantwortung dafür trägt, dass viele Länder und Kommunen ihre Aufgaben überhaupt nicht mehr erfüllen können. Sie feiern sich für ihre schwarze Null. Wissen Sie überhaupt, wie die Realität in vielen armen Städten und Gemeinden dieses Landes aussieht? Dort hat Ihre Kombination aus staatlicher Reichtumspflege und wir schaffen das dramatische Folgen. Wegen der zusätzlichen Aufgaben ist die Verschuldung vieler Städte und Gemeinden weiter gewachsen im letzten Jahr, gerade auch in Nordrhein-Westfalen. Und überschuldete Gemeinden können ihren Bürgern immer weniger bieten. Keine ordentlichen Kitas, keine Bibliothek, keinen Zuschuss zum Kulturverein oder auch zum Sportverein. In Gelsenkirchen, wo 40% aller Kinder in Hartz-IV-Familien aufwachsen, werden gerade mehrere Schwimmbäder geschlossen. Im überschuldeten Duisburg muss in den nächsten Jahren jede achte Stelle gestrichen werden, also noch weniger Erzieherinnen, noch weniger Personal an Krankenhäusern. Und Ihre tollkühnen Privatisierungspläne, die gehen ja immer weiter. Jetzt sollen sogar die Autobahnen, die Menschen mit ihren Steuern bezahlt werden, über sogenannte öffentlich-private Partnerschaften an Finanzinvestoren verscherbelt werden. Ja, sind Sie denn von allen guten Geistern verlassen? Der einfache Bürger kämpft um das Überleben, während die Profiteure, die reiche Oberschicht, sich nicht um uns kümmern, schrieb mir vor kurzem eine 31-jährige Hochschulabsolventin, die heute bei Air Berlin als Flugbegleiterin arbeitet und selbst um diesen Job jetzt bangen muss. Wo ist denn die Lebensqualität geblieben, die jedem Menschen zusteht, fragt sie in ihrer Mail. Anstatt das Leben zu genießen, ist man ständig darauf bedacht, seine Arbeit nicht zu verlieren, denn in diesem heutigen Deutschland gibt es keine Garantien und keine Sicherheiten mehr. Soweit eine junge 31-jährige Frau, die ein Hochschulstudium absolviert hat. Und ein mittelständischer Unternehmer schildert mir in einer Mail, wie ihm große Konzerne unter Ausnutzung ihrer Marktmacht die Luft zum Atmen nehmen. Er schreibt: Als Kind italienischer Einwanderer bin ich hier geboren und aufgewachsen, habe also Deutschland in einer Zeit erlebt, als noch alles möglich war mit ehrlicher Arbeit. Heute ist das anders. In einem konzerngesteuerten Land, wie wir es heute haben, gibt es keine Demokratie. Wie erklären? Das ist das Zitat
aus der Mail eines Bürgers. Ich muss sagen, wie Sie reagieren, wenn man hier Stimmen von Bürgern und Bürgern vorträgt, das zeigt die ganze Arroganz Ihrer Politik. Und dann müssen Sie sich auch nicht wundern, dass Ihnen immer die Wähler weglaufen. Und ich muss auch sagen, wie erklären Sie einem ums Überleben kämpfenden Mittelständler, dass er für jeden Euro Gewinn mindestens 30% Steuern zahlen muss, während Konzerne wie Google, Apple und Facebook in Europa mit Steuersätzen von 0,005% verwöhnt werden? Oder wie erklären Sie einem hart arbeitenden Beschäftigten, dass schon ab einem Einkommen von 1.140 Euro ein Steuersatz von 24% fällig wird, während es die schwerreichen Erben von Milliardenvermögen nach Auffassung der Großen Koalition offenbar komplett überfordern würde, auch nur einen einzigen Euro Erbschaftssteuer zu zahlen? Oder wie erklären Sie es einem Kleinsparer, der sein mühsam Erspartes durch Bankgebühren und Niedrigzinsen wegschmelzen sieht, dass das Vermögen der 500 Reichsten in Deutschland um 9 bis 10% jedes Jahr steigt und inzwischen den irren Betrag von 723 Milliarden Euro erreicht hat? Oder wie erklären Sie einer alleinerziehenden Hartz-IV-Empfängerin, dass von ihr bei sogenanntem sozialwidrigen Verhalten, und das liegt schon vor, wenn sie ein kleines Geldgeschenk für ihr Kind nicht angemeldet hat, dass dann neuerdings 3 Jahre rückwirkend alle Leistungen zurückgefordert werden können, während zum Beispiel das Management der Deutschen Bank, das allein seit 2009 Boni in Höhe von 24 Milliarden Euro eingestrichen hat, nie Gefahr läuft, auch nur einen Euro zurückgeben zu müssen, egal wie sozialwidrig oder auch kriminell das Geschäftsmodell dieser Bank ist und ob sie dadurch irgendwann wieder in so viele Schwierigkeiten kommt, dass sie beim Staat die Hand aufhalten muss. Sie können das alles gar nicht erklären, weil es gibt dafür keine objektiven Gründe. Die einzige Erklärung ist Ihr fehlender Mut, sich mit den wirtschaftlich Mächtigen anzulegen. Und natürlich ist das alles nicht alternativlos. Natürlich kann man auch die Riesenvermögen der Multimillionäre besteuern, statt Städte und Gemeinden am langen Arm verhungern zu lassen. Natürlich kann man Patent- und Lizenzgebühren, die nur dazu dienen, Konzerngewinne in Steueroasen zu verschieben, auch einfach nicht mehr als gewinnmindernd anerkennen. Und dann sind die ganzen Steuertricks der Multis erledigt. Das können Sie hier in Deutschland beschließen. Da brauchen Sie noch nicht mal die EU dafür. Und natürlich kann man den Sozialstaat wiederherstellen und ein ordentliches Arbeitsrecht, das die Beschäftigten schützt und die Verhandlungsmacht der Gewerkschaften stärkt. Natürlich kann man schlicht politisches Rückgrat haben und sich den eiskalten Renditekalkülen globaler Konzerne entgegenstellen, statt ihnen die Beschäftigten schutzlos und wehrlos auszuliefern. Aber wer das alles nicht tut, der sollte dann auch aufhören, sich den Trumps und Le Pens dieser Welt moralisch überlegen zu führen. Das sind sie nicht. Das sind sie nicht. Denn es ist ihre gemeinsame Politik, die die Rechte inzwischen auch in Deutschland stark gemacht hat. Sie, Frau Bundeskanzlerin, haben Herrn Trump nach seiner Wahl zur Anerkennung von Demokratie, Freiheit und Respekt vor dem Recht und der Würde des Menschen aufgefordert. Also ganz abgesehen davon, dass wir uns ähnlich deutliche Worte an die Adresse Ihres türkischen Freundes Erdogan auch mal gewünscht hätten, bedurfte es wirklich eines Donald Trump, um zu verstehen, dass es um Demokratie, Freiheit und Menschenwürde in der westlichen Welt nicht mehr gut bestellt ist? Der frühere US-Präsident Jimmy Carter hat die USA schon vor Jahren eine Oligarchie mit unbegrenzter politischer Korruption genannt. Und dass eine Supermacht, die mit ihren völkerrechtswidrigen Ölkriegen und ihren Drohnenmorden ganze Regionen dieser Welt chaotisiert und islamistische Terrorbanden damit gestärkt hat, dass die als Vorkämpfer für Demokratie und Freiheit ausfällt, also ich glaube, das hätte man auch vor Trump schon begreifen können. Aber der entfesselte Globalkapitalismus ist überall mit Demokratie und Menschenwürde unvereinbar. Auch in Europa.
Und auch die Kriege, an denen sich europäische Staaten beteiligt haben, haben noch keinem Land Demokratie und Freiheit gebracht. Im Gegenteil, sie haben Hunderttausenden Zivilisten den Tod gebracht und Millionen aus ihrer Heimat vertrieben. Und es war ja wirklich ein Fortschritt, als mit Blick auf die russischen Bombardements in Aleppo plötzlich sogar die Bundesregierung anfing, von den Verbrechen des Krieges, von zerstörten Krankenhäusern und Schulen zu sprechen. Aber was ist mit all den zerstörten Krankenhäusern und Schulen dort, wo sich Deutschland und seine Verbündeten an Kriegen beteiligt haben? Glauben Sie wirklich, dass es für das von einer Bombe zerfetzte Kind einen Unterschied macht, ob diese Bombe von einem russischen Flieger oder im Namen der westlichen Wertegemeinschaft abgeworfen wurde? Wir glauben das nicht. Und deshalb fordern wir Sie auf, geben Sie nicht noch mehr Geld für Rüstung aus. Bereiten Sie nicht noch mehr Krieg vor, sondern treten Sie aus der militärischen Infrastruktur der US-dominierten NATO aus und holen Sie die Bundeswehr aus ihren Einsätzen zurück. Deutschland wird nicht in Afghanistan, nicht in Syrien und auch nicht in Mali verteidigt. All diese Kriege haben den islamistischen Terror doch nur gestärkt und ihn letztlich sogar nach Deutschland geholt. Und ein Ende dieser Kriegsbeteiligung wäre wirklich das Beste, was Sie für die Sicherheit der Menschen auch hier im Land tun könnten. Und ein Wort noch zur CSU. Die CSU hat ja auf ihrem letzten Parteitag den erfrischenden Vorschlag gemacht, dass man den radikalisierten politischen Islam bekämpfen sollte. Auch wir finden es überfällig, dass dschihadistische Rekrutierungsvereine in Deutschland endlich verboten werden. Aber wo hat denn der politische Islam seine wichtigste Basis? Das sind doch die islamistischen Kopfabdiktaturen am Golf, die terroristische Mörderbanden weltweit finanzieren und hochrüsten. Und es ist nach eigenen Erkenntnissen der Bundesregierung auch die Türkei, die eine Schlüsselrolle bei der Organisierung und Bewaffnung von Terrormilizen spielt. Und da finden wir es schon erstaunlich, dass es die christlich-sozialen Anti-Islam-Kämpfer aus Bayern offenbar überhaupt nicht stört, dass ausgerechnet die Türkei im ersten Halbjahr 2016 von Platz 25 auf Platz 8 der Bestimmungsländer deutscher Rüstungsexporte hochgerückt ist und dass auch Saudi-Arabien und Katar heute mit mehr deutschen Waffen beliefert werden als je zuvor. Was ist denn das für eine wahnwitzige Politik? Und da muss ich Ihnen sagen, wenn Sie den politischen Islam bekämpfen wollen, also hier ist ein lohnendes Betätigungsfeld, dann setzen Sie sich endlich gemeinsam mit uns dafür ein, Rüstungsexporte in islamistische Diktaturen und in Kriegs- und Spannungsgebiete zu verbieten. Das wäre überfällig und da würden Sie sich tatsächlich verdient haben. In seinem Buch Rückkehr nach Reims schreibt der französische Schriftsteller Didier Eribon über die Ursachen für den Aufstieg der französischen Rechten etwas, was sich meines Erachtens eins zu eins auf Deutschland übertragen lässt. Ich zitiere ihn. So widersprüchlich es klingen mag, bin ich mir doch sicher, dass man die Zustimmung zum Front National als eine Art politische Notwehr der unteren Schichten interpretieren muss. Sie versuchten, ihre kollektive Identität zu verteidigen, oder jedenfalls eine Würde, die seit je mit Füßen getreten worden ist und sogar von denen missachtet wurde, die sie zuvor repräsentiert und verteidigt hatten. Also Eribon in die Nähe der AfD zu rücken, also damit beweisen Sie wirklich Ihr Bildungsniveau. Also es tut mir leid, das ist wirklich unglaublich. Sehr geehrte Damen und Herren, auch bei uns wird die Demokratie nur eine Zukunft haben, wenn die Menschen wieder das Gefühl bekommen, ihre Würde und ihre elementaren Lebensbedürfnisse werden von der Politik geachtet und anerkannt. Und sie sind wichtiger als die Wunschlisten irgendwelcher Wirtschaftslobbyisten. Nehmen Sie das endlich ernst, wenn Sie nicht dafür verantwortlich sein wollen, irgendwann einem deutschen Donald Trump den Weg ins Kanzleramt geebnet zu haben.